Hi, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute beschäftigen wir uns um das Thema Energie, besser gesagt um Geld sparen. Ich glaube, das betrifft jeder von uns in den nächsten Wochen bzw. Monaten. Und das beinhaltet selbstverständlich zu Hause die Fenster und die Türen. Und heute schauen wir uns gemeinsam die Wohnungsabschlusstür, besser gesagt die Haustür an. Die größten Schwachpunkte sind in einer Wohnung oder im Haus die Türen und Fenster. Die lassen sich öffnen und sind mit einer Dichtung abgedichtet. Manche nicht, manche wiederum dreifach, vierfach, je nachdem wie alt oder wie neu das Ganze ist. Wir schauen uns heute die Haustür mal an. Das ist hier eine aus dem Altbau und das ist ein ganz, ganz gutes Objekt, was wir so ein bisschen pimpen können, womit wir dann richtig Geld sparen können. Es gibt ein, zwei Videos von mir, da zeige ich euch beispielsweise, wie ihr ein Fenster einstellen könnt, wie ihr ein Fenster Anpressdruck einstellen könnt, sprich, dass das Fenster wieder richtig dicht ist. Die wirst du unten in der Videobeschreibung finden, sowie auch alle Produkte, Dichtung, Bürstendichtung, alles, was ich dir jetzt hier in diesem Video zeige, wirst du auch unten in der Videobeschreibung finden, verlinkt. Dazu musst du einfach unter dem Video gehen. Und dann liest du dir den Beschreibungstext durch und unten findest du dann alle Sachen nochmal genau aufgelistet. Jede Haustür hat auf der linken oder auf der rechten Seite Haustürbänder. Das ist der Drehpunkt, in dem sich die Tür öffnet oder schließt. Dazu ein Schloss, das man abschließen kann. Die meisten haben wahrscheinlich ein Einsteckschloss, sprich ein Schloss mit einer Verriegelung. Bei etwas neueren Haustüren habt ihr schon eine Dreifachverriegelung oder eine Fünffachverriegelung. Die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Zum einen für den Einbruchschutz und zum anderen, wenn ich die Haustür abschließe, zieht sie sich durch das Abschließen nochmal schön an den Blendrahmen bzw. an den Rahmen ran. Und was macht das dann? Ja, es dichtet die ganze Haustür ab. Wenn wir uns jetzt diese Haustür anschauen, können wir mal sehen, an der Schlossseite oben ist sie ganz, ganz dicht bzw. eng anliegend und unten nicht. Das heißt, unten steht sie ein bisschen ab. Das kann durch die Jahre sein, wenn man mal den Fuß dazwischen gestellt haben oder das Türblatt ist in dem Falle Holz, hat sich ein bisschen verzogen. Da schauen wir mal in den Falz hinein und was sehen wir? Wir sehen keine einzige Dichtung. Wir sehen unten eine kleine Bodendichtung an der Zarge unten angebracht und sonst gibt es keine Dichtung. Da können wir gleich nachhelfen. Schauen wir uns mal die Bandseite an. Die Bandseite ist soweit okay. Wir könnten beispielsweise jetzt hier die Bänder nachstellen. Das ist ein bisschen problematisch. Dazu müssen wir die Bänder lösen, hängen die Tür aus, nehmen uns ein Klotzholz und schlagen auf das Band drauf. Das heißt, ein Stück Holz und einen Hammer und schlagen das Band quasi 1 Millimeter weiter rein. Somit, wenn ich die Tür dann schließe, sitzt sie 1 Millimeter näher an dem Blendrahmen dran. Sprich, die Tür ist dann ein bisschen dichter. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn dazu gehört einiges an Erfahrung. Deswegen kann ich euch einfach nur empfehlen, verwendet jetzt eine Klebedichtung. So Klebedichtung gibt es in unterschiedlichen Größen und Dicken und Breiten. Ich habe euch mal hier einige mitgebracht. Dazu müsst ihr den Falz einmal ordentlich mit Silikonentferner reinigen und danach könnt ihr die Klebedichtung anbringen. Bitte auch hier vorsichtig, wenn ihr die Tür wieder schließt und ihr merkt, die Klebedichtung, die ist zu dick, nichts mit Gewalt machen, nicht mit Gewalt zudrücken oder mit Gewalt zuschließen, dann ist definitiv die Dichtung zu dick. In manchen Fällen genügt es auch nur an der Schlossseite beispielsweise eine Klebedichtung anzubringen und an der Bandseite nicht. Oder in dem Fall jetzt hier unten, da ist die Stelle undicht, da können wir auch ein Stück Klebedichtung anbringen. Wenn ihr der Meinung seid, eure Haustür ist dicht, dann gibt es nochmal einen kleinen Trick. Nehmt eine Kerze oder ein Feuerzeug und geht an der Haustür, an den Schwachpunkten vorbei. Und wenn die Flamme so ein bisschen flackert, dann wisst ihr, dass die Haustür auch dort undicht ist. Eine große Schwachstelle ist noch immer der Bodenabschluss. Da geht die meiste Wärme verloren, denn bei älteren Türen sind da locker so ein Zentimeter Luft und bei den neueren Türen ist wahrscheinlich eine Bodensenkdichtung drin. Das heißt, wenn ich die Tür schließe, kommt unten aus dem Türblatt eine Bodendichtung rausgefahren. Es gibt ein Video, da zeige ich dir, wie du sowas nachträglich einbauen kannst. Das wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Obacht, natürlich nur bei Eigentum, bei Mietwohnung wird sowas nicht so gerne gesehen oder besprecht das vorweg mit eurem Vermieter. So eine Bodendichtung oder so eine Senkdichtung kann man aber auch nachträglich von außen anbringen. Darüber gibt es auch ein Video, das Ganze nennt sich Schallex.
Das Ganze wird von außen angeschraubt, gibt es auch in Weiß, in Bronze und ich glaube auch in Schwarz. Einen passenden Link findest du auch direkt unten in der Videobeschreibung. Und es gibt eine Klebeleiste für Mietobjekte beispielsweise, beziehungsweise für Leute, die nicht so viel Werkzeug zur Verfügung haben. Da genügt eigentlich eine Handsäge oder eine Schere. Das ist eine Kunststoffleiste mit unten Bürsten dran. Und die könnt ihr genau unten am Bodenabschluss bündig mit dem Boden ankleben. Könnt ihr auch irgendwann wieder entfernen, wenn die Tür gestrichen wird oder wenn ihr auszieht. Und diese Abschlussleiste verhindert nochmal Zugluft bzw. dichtet eure Tür richtig gut ab. Was ich gerade ein bisschen übersprungen habe, ist natürlich das Schloss. Ich habe jetzt hier ein Schloss drin, ein Einsteckschloss mit einer Verriegelung. Das lässt sich leider nicht einstellen. Es gibt aber heutzutage viele Türen, die haben eine Dreifachverriegelung. Und diese kann man einstellen. Sprich, man kann den Anpressdruck von der Tür einstellen. Was ist der Anpressdruck? Sagt schon so ein bisschen der Name. Ihr könnt damit einstellen, wie sehr sich die Tür beim Abschließen an den Blendrahmen randrückt. Somit könnt ihr dann nochmal ein bisschen an Energie, an Zugluft verhindern. Und ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den die meisten zu Hause vergessen, schließt bitte abends die Tür ab. Durch das Abschließen, genau der Anpressdruck, sorgt dafür, dass die Tür auch richtig dicht ist. Wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, kannst du auch wirklich eine große Menge damit erzielen, besser gesagt sparen. Wahrscheinlich werden wir das nächstes Jahr, Ende des Jahres, nicht so wirklich merken, weil die Preise jetzt sowieso in die Luft schießen. Aber warum sollten wir was verschenken? Wer jetzt aufgepasst hat, hat natürlich gesehen, ich habe hier in der Tür ein paar Sachen angebracht, ein paar Zusatzsachen zum Thema Einbruchschutz. Der Herbst steht vor der Tür und ich habe jetzt hier ein paar Riegel angebracht, zwei Stück unten und oben und eine Bandseitensicherung, wie du hier sehen kannst. Die dient dazu, wenn ihr zum Beispiel die Tür eintreten willst oder aufhebeln willst. Dann wird die Tür nochmal extra an diesen Punkten gesichert. Auch diese Sachen wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Schau dir auch nochmal meine anderen Videos an, wie gesagt, zum Thema Fenstereinstellung. Das ist auch ganz, ganz wichtig und da kannst du auch ganz, ganz viel sparen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie immer würde ich mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen und über ein Abo von dir, wenn du den Kanal abonnierst oder dieses Video teilst. Bis zum nächsten Video, euer Mr. Handwerk oder Sebastian. Ciao.